Auf den ersten Blick herrscht das Chaos. Aber Fritz Koch vom Museum Haus im Moos hat sich schon einen Überblick verschafft. Manches hier im Depot hat der kulturhistorische Verein Donaumoos gesammelt. Anderes haben Leute dem Museum gebracht, wenn sie alte Häuser abgebrochen und neue gebaut haben. Pferdegeschirre, das sind Unterkummete, Jauchenfässer, Schaufeln, Grabenschaufeln, Holzpflüge, Eisenpflüge. Da hinten ist die Flachsverarbeitung. Und das sind Hühnergatter, also da bringt man die Kleintiere und Geflügel zum Markt. In das scheinbare Chaos hat Fritz Koch schon ziemlich viel System gebracht. Der Leiter des Museums Haus im Moos sichtet und sortiert die Schätze jeden Mittwoch im Depot. Um also diese Sammlung in den Griff zu bekommen, müssen wir die Objekte natürlich versuchen, in Sachgruppen zusammenzutragen, damit man einen Überblick hat. Das heißt, wie viel Schaufeln, wie viel Gabeln, wie viel Fahrräder zum Beispiel. Und dann können wir darüber entscheiden, welche Sachen für das Museum von besonderem Wert sind und welche eben weniger. Besonderen Wert haben Dinge immer dann, wenn sie eine Geschichte erzählen und ihre Botschaft auch für die Zukunft wichtig ist. Da, bei den Küchengeräten bin ich jetzt richtig mit meiner Pfanne. Jawohl, und das sind auch schon verschiedene Pfannen. Und bei diesem schönen Stück sieht man, dass es immer repariert wurde. Das war durchgebrannt und wurde dann zugenietet. Bei der Pfanne sieht man, dass natürlich der Wert damals so hoch geschätzt wurde, dass man sie lieber repariert, als dass man sie wegwirft. Was ja heute dauernd passiert. Man wirft die Sachen einfach weg. Man bestellt sie und schickt sie zurück, weil sie einem nicht mehr gefallen. Und dann werden Sachen weggeworfen. Die Pfanne bringt uns auf einen anderen Weg. Aber um die Botschaften in den Dingen zu entdecken, müssen sie erst mal mit allen Details erfasst werden. 5812, schweres Torfbügeleisen. Ja, die haben hingeschrieben Torfbügeleisen, weil die natürlich auch mit Torf geheizt wurden. Für Museumsmitarbeiterin Regina Felbermeier nicht bloß ein Routinejob. Es ist jedes Mal wieder wahnsinnig aufregend, hier zu sitzen. Und irgendwie hofft man auch immer, wenn man in die Arbeit kommt, dass man irgendwo einen kleinen Schatz findet, wenn man die Schränke aufmacht. Kinderschuhe links. Sogar solche dreckigen Schuhe aus den Dachböden von Abbruchhäusern können Schätze sein, selbst wenn sie wie Müll aussehen. Überall, wo der durchgescheuert war am Rand, wurde ein Stück Leder draufgenäht. Die müssten konserviert werden. Die sind natürlich jetzt im Rohzustand. Es war früher üblich, dass Schuhe repariert wurden, solange es ging. Und sie waren alle eisenbeschlagen, weil die Sohlen aus Leder waren, im Gegensatz zu heute mit dem Gummi. Und das Leder nutzte sich natürlich auf Steinen, auf Kies und auf der Erde ab. Und dann waren die genagelt oder manchmal haben sie hinten und vorne einen, der hat es, da ist Hufeisen drauf gewesen und da vorne ist ein Stück aufgenagelt. Ich habe tatsächlich gemerkt bei mir selber, dass ich den ein oder anderen Kauf auch mal mehr hinterfrage. Brauche ich denn jetzt das dritte Paar Winterstiefel? Doch, man denkt wieder ein bisschen mehr drüber nach. Das definitiv. Das Auflisten ist eine wichtige Vorarbeit für den Bau eines neuen Depots. Denn die Gemeinde Karlshult will das Gebäude in der Ortsmitte für andere Zwecke nutzen. Die Schätze aus den drei Etagen müssen deshalb weichen. Das Donaumoos zwischen Ingolstadt und Neuburg war einst das größte Niedermoor Süddeutschlands. Vor gut 200 Jahren ließ Kurfürst Karl Theodor es trockenlegen. Deshalb sind die Straßen schnurgerade. Und viele der Häuser sind nur über Brücken erreichbar, weil parallel zur Straße der Entwässerungsgraben verläuft. Mösler nennen sich die Menschen hier. Fritz Koch ist auf dem Weg zu einer echten Möslerin. Maria Ettinger will ihm einen Schatz ihres verstorbenen Mannes übergeben. Geht's einmal rein? Komm, machen wir die Maske hier, gehen wir rein. Genau, so machen wir es. Also, Maria, super. Beim Besuch vom Museumsleiter unterstützt sie ihr Neffe Peter Kreitmeier. Hunderte Wanderplaketten von Volkswandertagen im Moos hat sein Onkel einst heimgebracht. Wie schön, dass die sind. Das sind noch original verpackt. Ja, die haben schon gut dabei. Und noch direkt original verpackt. Ja.
Das sind schon bloß das Kind. Ah, da hat er doch, da hat er was, guck. Ja, so das hat man das gemacht. Das haben wir halt im Gang draußen hängen gehabt. Und dann hat man es weg dabei. Die Plakettensammlung ist typisch für das reiche Vereinsleben im Donaumoos. Und deshalb ist Fritz Koch begeistert. Unsere Aufgabe im Museum ist ja nicht nur die Geschichte mit dem Moor und dem Moos und des Klimaschutz, sondern eben auch die Kultur, wie die Leute da gewohnt haben. Und da sowas zu dokumentieren und mitzunehmen. Und da haben wir eben mal einen ganzen Nachlass mit allem drum und dran, mit Urkunden von Leuten aus Karlsruhe. Für uns ist es ein Schatz. Wann und wie dieser Schatz einmal im Freilichtmuseum Haus im Moos zu sehen sein wird, kann Fritz Koch noch nicht versprechen. 4 typische Häuser zeugen hier davon, wie man früher im Donaumoos gelebt hat. Die meisten Mösler blieben arme Leute. Denn der Boden im Donaumoos ist zwar wunderschön schwarz, aber nicht besonders fruchtbar. Und die Grundstücke waren klein. Ein Beleg für die Armut findet sich in dieser Schachtel in einem weiteren Lager des Museums. Eine Rarität und deshalb schon konservatorisch perfekt verpackt. Da haben wir jetzt ein Hemd aus Papier. Das haben wir in einer Schreinerei gefunden, in einer aufgelösten. Und das ist aus einer Schachtel von Beerdigungsbedarf, Bestattungsbedarf. Weil früher haben ja die Schreiner die Särge gemacht und geholfen, die Leute da reinzulegen. Und das sind also Papierspitzen und Papierdekorationen für die Verstorbenen, für die Ausstattung des Sarges. Das Hemd hat man dem Verstorbenen oder der Verstorbenen angezogen. Das heißt, die wurden dann eben mit diesen Papierkleidern bekleidet, um die richtigen Kleider eben nicht mit in den Sarg zu geben. Denn Textilien hat man vererbt und weitergetragen. Diese Totenhemden aus Papier sind möglicherweise die einzigen derartigen Stücke in Bayern. Und es ist schon eine Seltenheit, Papier zu verwenden. Das Papier, was angewendet wurde und im Sarg ist, ist sowieso weg. Und dass sowas dann zufällig auf ein Museum kommt, weil wir halt da bei der Schreinerei den Dachboden durchsucht haben und zufällig die Kiste gefunden haben, das war halt das Finderglück. Also kulturgeschichtlich natürlich schon von großer Bedeutung. Das meiste, was Fritz Koch mit seinen Helfern in 4 Lagern derzeit sichtet und sortiert, ist nicht so einzigartig. Heuwender, Ecken oder Pflüge haben auch andere Museen in Bayern. Doch diese hier erzählen vom Umgang des Menschen mit der Natur in einem Moor. Das ist aktueller denn je. Man hat ja ursprünglich versucht, dieses sensible Ökosystem Donaumoos absolut zu nutzen, wo es immer ging, sei es für einen Torfstich oder sei es für intensive Landwirtschaft. Und das hat das Moor dem Menschen sehr schwer gemacht. Man kann also jetzt eine Zukunft des Donaumooses nur abschätzen und verstehen, wenn man die Geschichte versteht. Deshalb wird sich Fritz Koch weiter unverdrossen durch seine 20.000 Schätze kämpfen, damit auch folgende Generationen daraus lernen können.